Meine lieben Jagdfreunde, wir haben Spuren einer Geheimtür entdeckt und seltsame Wand. Lass mich raten. Nur mal so aufgrund meiner bisherigen Spieleerfahrung. Eine Geheimtür? Meine lieben Leute, diese scharfsinnige Deduktion habe ich in der letzten Folge schon selbst gezogen und ich heiße euch jetzt willkommen hier bei der nächsten. Kommt jetzt mehr als seltsam? Oh, eine Geheimtür, wie originell. Ja, ja. Mist, da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Verstecken? Okay. Wir hatten ein... Okay, wir verstecken uns mal. Mist. Jetzt kann ich nichts mehr sehen. So schließt man die Tür ab. Und tschüss. Okay, wir wissen, dass hier die Tür abgeschlossen wird. Oh Gott, das Problem ist, dass da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wir müssen dann, was ich weiß, wir müssen den umgekehrten Weg natürlich gehen, weil wir sie öffnen wollen. Bernd? Er macht nichts. Notenblatt. Hier hat sich Jagdfritz einen Spickzettel geschrieben. Oh, geil. Intelligent. Das ist very intelligent, vor allem direkt auf Geheimtür. Das gibt ja auch Leute, die ne, die Geheimzahl ihrer EC-Karte auf die EC-Karte schreiben. Das ist spitze. Das ist die Reihenfolge zum Verschließen der Tür. Raschel, raschel. Klopfen. Kling, klang, klong. Intelligent. Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Das würde mir die Arbeit ersparen. Eine sehr berechtigte Frage. So, pass mal auf. Jetzt Jagdzunge? In den eigenartigen Geheimraum will ich lieber nicht alleine reingehen. Vielleicht sollte ich ausnahmsweise, wirklich nur ausnahmsweise, meine Freunde reinholen. Bist du da ganz sicher, Bernd? Das ist, hinterher meckerst du wieder. Na gut, wir machen mal die Tür zum Jagdshop auf. Ist es ein Hummel? Ist es ein brillanter Wissenschaftler? Nein, er ist beides. Dr. Bumblebee. Dr. Bumblebee. Und Chili Power? Hey, bist du nicht Chili? Das beste Stuntschaf, das es gibt? Ja, wie hast du mich erkannt? Ich bin du. Ach so, mir wird schwindelig. Man bedenke all die Möglichkeiten. Okay, jetzt machen wir mal ganz kurz. Hier gehen wir irgendwas zu machen. Okay, ich glaube, das war der letzte Geräusch auf dir. Was ist das jetzt? Schneekugel? Raschel, raschel. Raschel, nein, raschel. Das war wohl nicht richtig. Nein. Nochmal von vorne. Ja, ja, ja. Aber Teppich, Gong. Kling, klang, klong. Mist. Fast richtig. Okay. Aber nur fast. Aber nur fast. Alles auf Anfang. Ja, ja, ja. Aber ich finde, wir müssen mal ganz gut, was das macht wahrscheinlich das Katsching. Nein, das war's nicht. Vielleicht schaue ich nochmal auf den Spickzettel. Ja, ich will nur wissen, was alles irgendwie Geräusche macht. Vorhang? Okay. Gut. Also das macht Mu, das macht Raschel, Raschel, das macht Gong, das macht Katsching. Waren das die vier Sounds, die wir brauchen? Wir gucken nochmal drauf, liebe Leute. Das ist die Reihenfolge zum Verschließen der Tür. Raschel, 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 Raschel. Klabim, Klabim, Klang, Klong. Intelligent. Warum hat er nicht gleich ein großes... würde mir die Arbeit... Haben wir da eins vergessen? Moment, Flasche mit Korken? Lebt da noch was drin? Wir wollen es nicht wissen. Pass mal, ist das der Gong? Moment, da war doch noch ein anderer Gong, oder nicht? Kling, klang. Ah, ich glaube die... Nein, das war wohl nochmal von vorne. Ja, 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 die Klingel. Die hatte ich übersehen, ne? Deswegen musste ich nochmal gucken, bitte. Klopfen. Ah, okay. Fast richtig, aber nur fast.
alles auf Anfang. Gut, dann hören wir uns das jetzt mal an. Jetzt weiß ich, jetzt haben wir auf einmal alle, wir haben hier Raschel, Raschel, Klabong, Klabing. Das ist die Reihenfolge zum Verschließen der Tür. Raschel, Raschel, Klabing, Kling, Klang, Klong. Intelligent. Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Würde mir die Arbeit ersparen. Gut, weil er das immer so, das ist die zum Verschließen der Türe. Verschließen. Mit anderen Worten, verschließen. Mal minus eins, ne? Minus mal minus ergibt plus, das ist alles ganz schrecklich. Pass auf, also jetzt habe ich natürlich mich wieder um den Erinnerungsquatsch gesprochen. Das müssen wir nur ganz kurz mal hören. Das ist die Reihenfolge zum Verschließen der Tür. Okay. Raschel, raschel, raschel. Klabim. Klabim. Kling. Klang. Klong. Klong. Katsching. Okay. Intelligent. Warum hat er nicht gleich ein großes Loch in die Wand gebohrt? Würde mir die Arbeit ersparen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, mit dem Jack anfangen. Dann kam, glaube ich, die Kasse. So, und dann kam, glaube ich... Oh Gott, kam dann der Klingel oder kam dann... Das ist... Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich glaube... Ne, ich glaube, dann kommt der Gong. So, und dann kam der Klingel. Klopfen. Und dann kam, glaube ich, hier der Schneekugel, ha? Raschel, raschel. Katschung. Meine lieben Leute. Wir sind drin. Ich, ja, Priegel, Chili, wir haben es irgendwie gepackt, ne? Weil das ist Verschließen der Tür. Das ist schon schön gemacht. Ne? Das ist ein bisschen, hat ja keine Altersbeschränkung, das Spiel. Insofern gehe ich jetzt mal klicken, was sind denn jetzt auf, bin ich da mal drauf? Ich hab Angst. Los geht's! Chili Power! Was für ein merkwürdiger Raum. Also die Jack-Statue finden wir hier nicht. Dafür ist ihre molekulare Struktur zu weiträumig. Aber vielleicht gibt es Hinweise. Langweilig! Langweilig! Also gut, suchen wir mal, wie man das in so einem Spiel wohl macht. Langweilig! Ich bin gerade... Neben den dreiköpfigen Jackaugen etwas schockiert, was diese Bilder angeht. Jackfritz scheint dann doch gewisse Vorlieben zu haben. Das ist unabdingbar, dass... Das sind sehr, sehr merkwürdige Poster. Offenbar die neue Jack-Fashion-Frühjahrskollektion. Hier modelt der Modedesigner noch selbst. Schön, dass Jack Fritz sein eigenes Model ist. Ein Statement gegen die Modelbranche, in der nur Jugend, krankhafte Schlankheit und Künstlichkeit zählen. Trotzdem, Igitt. Ich glaube, Igitt trifft's wahrscheinlich, ne? Das ist auf jeden Fall... Ach, ich weiß nicht, Bernd. Ich finde es eher faszinierend. Das sind sehr, sehr... Gut, offenbar die neue Jack hier modelt... Und Ditte? Schön, dass Jack Fritz sein eigenes Statement trotzdem... Ja, Igitt. Ach, ich weiß nicht, Bernd. Ich finde es eher... Gut. Okay. Pardon, ich musste mal ganz kurz... Was ist... Da geht's zum Jackshop, okay. Was ist das denn? Ein Spiegel, der ganz kaputt ist? Das ist Mülleimer auf... Auf jeden Fall, nochmal gucken. Schöner Staubwedel. Die Tapeten sind ja ein wenig, sagen wir mal, es ist alles ein wenig rustikal hier beim Jack Fritz. Das kommt aber vor. So, Jackkopf mit drei Augen. Seltsam. Ein Jackkopf mit drei Augen. Eine Neuzüchtung. Oha. Können wir da was machen? Das ist normaler Jackkopf. Okay. Hier eine schöne Telefon, eine schöne Lampe. Und ein Bleistift. Ein Bleistift.
hoffentlich ohne Blei. Bernd, der war selbst für dich. Okay, wir lassen das mal so. Wir sacken den mal ein. Vielleicht will ich ja mal Notizen machen. Ja, ja, unbedingt. Oder Malkurs. Oder jemanden pieksen. Ein Notizblock. Man kann den Abdruck eines Stiftes erkennen. Jetzt wird's mal wieder mal George Stobbart-mäßig. Abgebrochener Bleistift. Ich würde ihn so gerne anspitzen. Ich liebe es nämlich, Bleistifte anzuspitzen. Ja, ich mach das auch sehr gerne, Ben. Was haben wir in Mülleimer? In Mülleimern finden die Detektive doch immer ganz viel Wichtiges. Schau doch mal nach, Berndi. Schau doch mal nach, immer Berndi. Ich. Und das ist meistens aber nur ein Adventure so, Chili, das Schaf. Und Priegel der Busch und... Sieh mal an. Stell dir vor, ich hätte den hier nicht gefunden. Oh, was hast du denn gefunden? Ein Desaster. Wie praktisch. Ein Anspitzer. Super. Freunde, wir können jetzt eine Runde spitzen. So. Und dann machen wir es, ne? Wie à la Sherlock Holmes, ne? Da haben wir bei Sherlock Holmes das Geheimnis der tätowierten Rose. Hatten wir auch so ein Rätsel, ne? Da mussten wir irgendwas mit Schach und so einen Schachzug rausfinden bei dem... Bei dem Typen, dem der... Da, angucken. Wer es nicht gesehen hat, angucken. So, pass mal auf. Machen wir mal. Was? Du hast den ganzen Bleistift verbraucht? Für das bisschen Gerubbel? Jackfritz hat auf einem Zettel etwas notiert. Und diesen Zettel abgerissen. Aber der Abdruck des Stiftes ist noch undeutlich zu sehen. Ja, was steht drauf? Ah, Jackfritz hat tatsächlich Jack-Joghurt an Eisenbeißer Willi geliefert. Aber der Auftraggeber war... Moment. Ich kann's nicht lesen. Ich auch nicht. Mist. Gut. Damit endet dieser Fall hier. Vielen Dank. Ich verschwinde. Könnte mir jemand helfen, dieses Kostüm auszuziehen? Och nö, Menno. Ich will aber weiterspielen. Vielleicht, wenn wir in der Zeit zurückgehen und schauen, wenn Jackfritz was schreibt. Das ist total möglich. Aber wir brauchen Plutonium, einen Fluxkompensator und einen fahrbaren Untersatz. Yippie, weiter geht's. Ach Mist. Plutonium, naja gut, 1.1. Gigahertz, weit Blitz und Fluxkompensator, den haben wir gerade mal zugegen. Das ist er, ne? Ein Fluxkompensator. Cool, müssen wir den jetzt Briegel geben oder was? Danke, Bernd. Damit hätten wir schon mal einen wesentlichen Baustein für die Zeitmaschine. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium und einen fahrbaren Untersatz. Gut. Okay, ein Lichtschalter. Mach mal ganz kurz das Licht aus. Yippie! Party! Oh lala! Erkenne ich das leichte Grün von harter Gammastrahlung in dem Jackkopf? Das erinnert mich an meinen ersten Praktikantenjob. Stella! Stella! Ziemlich grün, diese Radioaschuhjacke. Grün, grün, grün sind alle meine Hörner. Grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Okay, wir gehen zu Rock in die Disco. Was sagt Larry Leffe? Disco lebt! Chaka! Okay. Ich muss der Musik ein bisschen laufen lassen, liebe Freunde, denn ich bin ein Disco-Fieber-Man. Goldener Bikini. Den habe ich gar nicht gesehen. Will ich haben. Ich finde, es verdeckt nicht seine Probleme zu. Eigentlich ist verdeckt es zu viel zu viel. Lecker Joghurt morgens, mittags, abends gibt es nur von deinem Kuschelmuschel. Das ist der Jack-Werbespot. Jack-Joghurt-Werbespot. Jack. Ja. Wir brauchen Plutonium, einen... Mit den viel zu kurzen Armen. Der Bernd, du bist im Werbespot. Das ist alles ganz schrecklich. Das ist gewissermaßen... Gut, dann mach das Licht mal wieder an. Wobei, eben dieses Disco-Flair hat was, ne? Doch du bist auf das Lamm.
aber doch spendet uns sein weiches Haar. Sein weiches Haar. Und wenn dir jemand in die Suppe spuckt, hat sich das Lama nur verschluckt. Verschluckt? Jack, 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 Lama. Ich denk, zusammen sind die zwei wie Mehlsuppe und Rübenbrei. Wie Mehlsuppe und Rübenbrei. Es ist mir einerlei. Boah, Freunde, ich finde den Song gerade total cool, muss ich sagen. Jack, 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 jack. Jack, 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 jack. Wer den ganzen Song hören will. Da bereite ich dem Spuk mal ein Ende. Wer den ganzen Song hören will, muss sich das Spiel natürlich kaufen. Gibt es, glaube ich, bei Saturn für aktuell 4,99 €. Also geschenkt, liebe Leute, geschenkt. Und dann kauft ihr euch das Spiel, spielt bis hierhin und dann könnt ihr den kompletten Song so lange hören, wie ihr möchtet. Liebe Leute, ich sage es immer, vielen Dank. Ich bin jetzt wieder, es kommt zurück, ist alles wieder gut. Ich fahre runterfahren. Ich sage jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und diese Disco-Welle, ne? Leisure Sweet Larry sagte, ne? Disco lebt und wir sind Zeuge dessen geworden. Liebe Leute, dann gucken wir beim nächsten Mal, was da alles ist. Wir werden das irgendwie lösen. Wir haben hier ein dreieugiges mit Plutonium und das, liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinde, Freunde. Halt euch, ich war gerade, ciao, ciao. Und Disco lebt.